schlägt sich. Die Armen. Manchmal tun mir echt leid. Das ist das ja gar nicht mehr gewohnt, ey. Du kennst das ja nur noch auf Warzone. Wenn du gegen größten Schwitzer spielst. In so einem Haifischbecken bist. Manchmal denke ich so an diesen Gunfights so drüber nach. Aber man, hoffentlich versau ich dir jetzt nicht den Spielspaß so. Dass auch solche Leute irgendwie ihren Spielspaß haben. Was ist das? Also, was ich hier mit denen mache, das ist. Oh mein Gott, der 6er-Kali, ey. Junge, Junge. Ja, 4 Daumen, sehr schön, Jungs. Ehre. Lackschuh, Dieter, Schienbein, Hakan. Schoki, Bon, dreckiger Den. Benni, halt auch mal die Gosche wieder. Danke. Und halte den Basura fern. Der mal drüber klettern. Danke. NOS2 kriegt das mit dem Kracher, der Ed Hunter. Wie geht's hier? Ja, Leute, dann rein von hinten. Kracher. Ja, und dann jetzt so nach 5-6 Tagen suchen. Und dann das Spiel draußen ist. Wie ist der Schöpfer? Muss ich dann leider auch feststellen, dass bei mir so ein bisschen. Mal ein bisschen jetzt hier defensiv spielen, damit ich kurz was quatschen kann. Muss ich dann leider auch feststellen, dass so ein bisschen die lange Welle. Ach, jetzt haben sie es ja alle auf mich abgegeben. Oh, Team mit ihr. Boah, du kommst ja auch manchmal nicht zum Reden. Muss ich dann auch leider feststellen, dass bei mir auch die Motivation nicht mehr bei. Oh, er klettert die Welt hoch. Kommt tatsächlich. Ist er runtergeklettert oder was? Sind auch. Der Content halt ein bisschen mager ist. Die Maps sind auch überschaubar. Boah, nee, den challenge ich jetzt lieber nicht. Jedenfalls habe ich mal die neue Season bei Warzone ausprobiert. 2 Runden gespielt, direkt wieder ausgemacht. Direkt wieder bei XDefiant rein. Wenn ich diese Warzone, diese Spielmechaniken. Das ist wirklich bodenlos. Das ist SBMM und. So, Alter, ich hab mich ja fast angezündet. Warum haben wir das? Hab ich da. Weil, wenn du Yotaro und XDefiant gespielt hast, das schöne, schnelle Gameplay mit. Ohne elendig schlechte Split to Firetime, richtig strafen, geiles Movement. Genau sowas hier. Das vermisst du als DHL in Warzone. Ja. Auch wenn der Content. Auch wenn der Content in Warzone deutlich mehr ist. Klar, Ding. Mann, Alter, bei den Sachen, Alter. Quatsch, mein ich. Ach ja, meine Schwester. Ich bin jetzt nur eingeladen. Ja, wir haben ja. Er feiert auch sein eigenes Fest. Jedenfalls schäle ich mich dann lieber für Warzone. Schäle ich mich lieber für XDefiant. Im Spiel das Spaß macht, aber wenig Motivation bietend als für ein Spiel, was nur schlechte Laune verbreitet oder für Content hat. Das heißt, es ist dann doch XDefiant das Video übel. Aber da wird wenn du wirklich, wenn du 5 Tage XDefiant schöne Stelle des Gameplay gespielt hast, gut, einigermaßen anständigen Maps. Da wird halt erstmal bewusst, wirklich, wie viel Energie, wie viel, also, was die da bei Activision so zusammengeköchelt haben, um möglichst profitgeiles Spiel zu entwickeln, was mit geringem Skill gibt. Oh, ich muss mich mal ein bisschen aufs Gameplay konzentrieren. Geringen Skill, wo jeder irgendwie mal sein Kill hat. Da kann man Benny auf jeden Fall nur empfehlen, aber das Headset halt auszumachen oder in die PlayStation Party zu gehen oder so, damit das jetzt hier nicht jeder hört. Aber naja. So, da hinten sind wir schon wieder ein. Ja, diese Sniper gehen aber auch manchmal nicht wieder auf den Sack. Nein, oh, jetzt steht er da oben. Ja, 20-8 geht fit. Und auch hier ist halt da schön, wie es drehen, kannst nebenbei quatschen. Oh, Ulti rausrollen. Oder so. Das Sniper. Ey, wirklich diese Sniper, die nehmen langsam überhand in dem Spiel. Ist das gestört? Ich
ich will jetzt alle einzeln vorklappen. Hier, zack, oh, eins. Zwei, drei. Lutenkenner, also ohne Witz. Solche kleinen Hässlichen. So, der auch noch. Nein, wo seid ihr kleinen Hässlichen? Ah, jedenfalls weiß ich auch gar nicht mehr so richtig, auch was ich spielen soll. Wenn jetzt in XDefiant zu wenig Content bis gar nichts mehr kommt, dann werde ich wahrscheinlich doch wieder COD zocken. Bleibt dann ja nichts anderes übrig. Leider. Auch wenn es echt schade wäre, weil XDefiant so ein gutes Spiel ist. Ja, wir reden ja in Admiral Burger. Wo laufen wir schon mal hin? Das funktioniert eigentlich immer, wenn man hier lang läuft. Oha. Okay. Okay. Aber schon so auf Distanz critical. Das heißt, es ist hier ein bisschen Concentration. Ihn holen wir uns auch hier. Snipe, oh. Was ist doch Snipe? Der P9. Nein, nicht die Spinne. Oder was ist das? Alter. Bleiben Sie mal entspannt. Jetzt habe ich die P90 weggelegt. Das kann ich wahr sein. Wir die P90 wieder haben. Wo ist sie? Hier ist er. Nee, ist er nicht. Oh, hey, jetzt habe ich Doppel-ACR oder was? Das ist ja doof. Er hat eine MP7. Mann, und was ist denn das, Alter? Pisst euch doch mal mit der Kacke. So, nehmen wir die MP7. Alter, er hat mich fast gemacht. Jetzt muss ich auch hier meinen grünen Tee. Mal kurz, da sind wir schon auf einem entspannten 5er Streak. Ist flexibel hier durch die ACR, können wir ein bisschen Long Range. Boah, wie immer reinkracht die ACR. Alter. Oh, die 5er Upgrades hier am Start. Teammate, wo bist du? Ah, das war schlecht von mir, hätte man durchaus besser machen können. Ja, warum schwitzt der Lulu? Solche Nervensägen. Nicht so die ideale P90 Map. Ich muss so die Laufwege ein bisschen anpassen hier auf der Map. Die ist jetzt wirklich alles andere. Jetzt. Ach, jetzt natürlich müsste jetzt beide unter dem Schild rumgammeln oder was? Fahren wir ein bisschen da lang, wo Close Range ist. So, dann können wir nämlich keinen Snipe und so kassieren. Den schön hier oben lang. Alter, wo sind wir? Nein, bitte nicht. Oh Gott. Ja, bitte mal Minus. Ja, gut. Ah, dieses dämliche Schild. Pissding. Nein, keine Kuchen, nee, Pustekuchen. Das ist Pustekuchen, hier gibt's keinen Kill. Ja. Alter, warum müssen die, ist ja schlimmer als die COG, alle ihr Händchen halten. Alle Händchen halten. Ja, beruhigt euch doch mal, chillt doch mal, Jungs. Er hat nicht gesagt, Ziegen hier. Snap wird hier nicht und hier Challenge wird schon King Justin. Auf Wiedersehen würde ich da mal sagen. Oh, wo ist gar keine P90, also wo ich zumindest so für die Theorie. Also kein Imposter-Script, für die Theorie würde ich schon sagen, ist keine P90 mehr, aber es schafft trotzdem. Was hast du denn da probiert? Wojtek. Das ist so polnische Technik wahrscheinlich. Ja, ich glaube, er versucht die Pistole zu leveln oder so. Warum kommt denn da auch keiner hin?
Grüne. Nein. Keine Lust davon zu sterben. Racer Boy, was ist das für ein Name, den ich hier. Oh nee, da muss ich los. Fünfer Prezi. Wieder Wojtek. Ich liebe ihn. Ich habe gerade versucht, die Pistole zu spielen. Ah, nee. Fertig mit Kacken über seinem Schild. Endlich geht er. Wieder Wojtek. Bester Mann. Sympathisch. Bitte mehr Wojteks. Genau diese Gunfights, die hast du in Multiplayer, in COD oder in Warzone, die hast du einfach fast nie und die liebe ich. Deswegen liebe ich dieses Spiel so. Ich habe Multiplayer wirklich wie. Ich habe im Multiplayer nur Up-Aim-Tode bekommen. Ich habe direkt nach zwei Runden wieder ausgemacht. Keinen Bock. Mehr soll Spaß haben. Gegner in der Zone! Das ist wie. Nein, ach man, jetzt sind die ein Kack da wieder drin, ey. Ja, aber jetzt keine Glanzleistung. 40-17. Kann man schon mal machen. Wird's richtig rascheln noch? Spreche ich euch. Gott, das ist crazy. Zwölf. Ich muss ja beobachten. Nein, come on, stopp doch. Ich sterbe nicht. Ach du ahnst es nicht. Nein, ich hätte die Ulti rausholen müssen. Ich bin so doof. Jetzt kracht's. 3, 2. Nein. Nein! Ich wollte die 40 noch voll machen. Ach komm schon. Nein, aber wie ihr seht, ist noch nicht komplett durchgelevelt. Da ist bestimmt noch Verbesserungsbedarf. Ihre fürs Vorbei schon. Fürs bisher gucken. Lasst gerne ein Like da. Macht's gut. Haut rein. Ciao.